Hi, ich bin Daniel und beantworte euch jetzt ein paar Fragen von Marcel. Jo, guten Morgen Leute, RD4 hier und heute beantworte ich mal ein paar Fragen, weil der Marcel auf YouTube die 1000 Abonnenten erreicht hat und ich Teil des Specials sein darf. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Und ja, als kleine Introduction zu mir, ich bin RD4, auch bekannt als Waschpulverlegende aus dem Ghetto und auch als RDLP, wo ich bis vor ein paar Monaten noch regelmäßig so gefühlt 10 Videos am Tag hochgeladen habe. Hallo Leute, ich bin Till aka die Erdente und ich wurde gefragt, ob ich ein paar Fragen beantworten kann. Hallo, ich bin der Tobi und ich wurde gefragt, ob ich ein paar Fragen zum Marcel beantworten kann. Habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe direkt gemacht. Wir haben uns kennengelernt. Ich denke, das war so, dass wir im Puff waren und er war in der Bar, war völlig weg. Nee, Spaß beiseite. Wir haben uns kennengelernt, dass ich bei ihm kommentiert hatte, glaube ich. Und dass wir mal zusammen was zocken wollen oder aufnehmen wollen. Irgendwie so. Das war noch so ein alter Kanal. Und dadurch wuchs das immer mehr so, wisst ihr. Und ja, das war auf jeden Fall, wie wir uns kennengelernt haben. Auf jeden Fall hatte Daniel da einen großen Impact und Einfluss drauf. Shoutout an Daniel an dieser Stelle. Aber ich glaube, der Marcel hat damals einen Kommentar bei mir geschrieben, weil ich gehe eigentlich nie auf andere Leute zu, nicht mal im Internet. Und ich glaube, er hat so unter irgendeinem Video von mir kommentiert und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir auch irgendwann mal mit dem Daniel zusammen ein paar Videos aufgenommen. Ich kann mich an das legendäre Feuerwehr-Roblox-Video erinnern, wo ich auf jeden Fall randaliert habe und mein Feuerwehrauto im See versenkt habe. Und Bowling haben wir auch noch gespielt. Das waren auf jeden Fall, ja, nice Videos. So haben wir uns ungefähr kennengelernt. Also auf jeden Fall über YouTube und über, ja, die ganze Let's Play-Szene. Ich kannte ihn durch Daniel. Richtig kennengelernt haben wir uns dann aber, als ich mit Daniel so ein bisschen Beef hatte. Dann kam Marcel da ja auch noch irgendwie mit rein. Und da haben wir uns dann irgendwie noch besser kennengelernt. Und ja, dann hat er mir Bamigee.drive-Tipps gegeben auf WhatsApp und ja. Das war in der Schule, weiß ich noch, da waren wir, glaube ich, noch nicht mal in der gleichen Klasse, aber wir haben uns einfach auf dem Schulhof kennengelernt und dann sind wir immer in der Pause zusammen, keine Ahnung, irgendwas spielen gegangen, weil das ist halt dann auch schon irgendwie so 6 Jahre her. So, ne? Also ich kenne ihn, Marcel, schon jetzt echt lange und ist auch ein echt guter Freund, also genau. Stolz ist vielleicht das falsche Adjektiv, ich bin ja nicht seine Eltern, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er die 1000 Abonnenten erreicht hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast jeden Tag ein neues Video von ihm drauf und das eigentlich schon seit Monaten noch so auf meiner Startseite. Ja, der Junge zieht auf jeden Fall durch, ist immer, ja, engagiert bei der Sache, bei seinen Videos, steckt auf jeden Fall viel Zeit und Mühe rein, das erkenne ich auf jeden Fall, wenn ich mir mal ein Video von ihm anschaue. Und von daher ist das auf jeden Fall total verdient, dass er jetzt die 1000 Abonnenten erreicht hat, deshalb freue ich mich auf jeden Fall für ihn. Ich glaube, der Junge freut sich auch und dann sind alle zufrieden. Ich muss sagen, jeder erreicht einen Meilenstein und Marcel hat das auf jeden Fall sehr verdient, dass er die 1000 Abonnenten erreicht hat. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber und auch sehr zufrieden mit. Wenn es einer verdient, dann auf jeden Fall auch Marcel, weil so viel Mühe, wie er sich in die Videos gibt, das merken viele nicht so. Und ich finde, da müssen auf jeden Fall, da müsste die Community, die noch ein bisschen da ist, die mal verschwindet und wieder kommt, da müsst ihr auf jeden Fall ihm helfen und da mal ein bisschen mehr Gas geben, so an eure Freunde und so dieses Video schicken. Da ist so viel Mühe drin hier. So viele sehen das Video, aber wissen die Mühe dahinter nicht, wisst ihr? Also sehr zufrieden bin ich damit, dass er hat er auf jeden Fall vollkommen verdient. Natürlich bin ich das. Es ist auf jeden Fall sehr, also es ist auf YouTube sehr, sehr, sehr schwer, 1000 Abonnenten auf jeden Fall zu bekommen. Auf jeden Fall Props dafür. Du hast auf jeden Fall einen ziemlich krassen Erfolg schon. Und auf jeden Fall auch meine Glückwünsche dafür. Auf jeden Fall. Also ich hoffe auch, Marcel, dass du natürlich ja noch viel, viel weiter kommst mit deinen Abonnentenzahlen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir wieder was zusammen machen könnten. Aber also 1000 Abonnenten, das muss man sich wirklich mal ausdenken, wie viele Leute das sind. Und ich bin auf jeden Fall stolz, dass du das geschafft hast. Ja, Marcel ist mega nett. Erstmal, also, Digga, Marcel ist einfach ein richtig guter Freund von mir. Wie gesagt, wir kennen uns auch schon mega lange jetzt. Er ist witzig, also mit dem kann ich so viel Späßchen machen. Wir haben jetzt immer noch, wie heißt es, Insider, wo, wenn der eine den sagt, dann weiß der andere direkt, was los ist und dann lachen wir beide wieder. Also, ja, also macht schon immer sehr, sehr viel Spaß, wenn Marcel, wenn ich bei dem bin oder wenn er bei mir ist. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ, der Marcel, ja.
so viel zu tun hatten wir noch gar nicht miteinander, nur halt diese Videos und ein bisschen über Discord jetzt und über YouTube. Aber so meine Eindrücke von Marcel sind auf jeden Fall sehr, sehr positiv, also immer total nett. Auch bei den Videos war es sehr witzig, mit ihm aufzunehmen und mit dem Daniel. Vor allem bei dem Bowling, da haben wir auch ein paar Sachen, glaube ich, noch offscreen gemacht beim Bowling. Und ja, also ich kann ihm nur, kann nur Gutes über ihn sagen bisher. Und ja. Also Marcel als Mensch, so würde ich jetzt sagen, ist super nett. Ich habe ihn noch nicht leider in Real getroffen. Er ist auf jeden Fall super nett, hat einen guten Humor und wir verstehen uns auf jeden Fall beide sehr, sehr gut. Er ist auf jeden Fall mein Schatzi und sympathisch auf jeden Fall. Marcel wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es so krass bei ihm weiterläuft und auch weiterhin durchzieht. Also ich hoffe, dass der Marcel auch für jeden Fall seinen Schulabschluss, den nächsten, den er jetzt vor sich hat, schafft. Ich bin aber guter Dinge, weil der Marcel, der hat schon was auf dem Kasten, so ist es nicht. Ich bin da guter Dinge. Ich hoffe natürlich, dass der Marcel ab zu den 2000 Abonnenten geht. Also das traue ich dem auch zu. Und hoffe, dass er halt Erfolg hat in seiner YouTube-Laufbahn. Genau, das wünsche ich mir von Marcel. Ja, dass er auf jeden Fall seine Ziele auf YouTube weiterhin erreicht. Tausend sind bestimmt nur der Anfang. Klar, werden bestimmt noch ein paar mehr dazukommen, wenn er so am Ball bleibt. Und das auf jeden Fall, was viel wichtiger ist, als irgendwelche Abozahlen, dass er den Spaß am Video machen nicht verliert und weiterhin noch darauf hat, Videos zu machen. Und ja, weiterhin so aktiv auf YouTube bleibt. Ja, und sonst außerhalb von YouTube auch, dass er das erreicht, was er sich vornimmt. Weiter, ne? Ich wünsche mir von Marcel auf jeden Fall, dass es mit YouTube auf jeden Fall so klappen wird, dass er auf jeden Fall gute Einnahmen bekommt, so wie ich am Anfang von YouTube mal bekommen habe. Klar, man bekommt nicht viel von YouTube, aber doch schon so, dass er ihm auf jeden Fall diese Möglichkeit gibt, wisst ihr? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er mehr Aufrufe kriegt, so mehr Reichweite, so wie es früher mal war. Er muss mehr bekommen von diesem Geschmack, wisst ihr? Das wünsche ich mir. Dass ihr ihm hilft, so dass der Kanal einfach wächst, wisst ihr? Das wünsche ich mir. Und dass er natürlich glücklich und gesund ist. Ja, ich würde sagen, wir sind schon sehr sympathisch für beide. Wer jetzt, ja, sympathischer ist, das bin ich natürlich. Nein, war natürlich nur Spaß. Aber Marcel ist schon ein sehr sympathischer. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass der Marcel das jetzt geschafft hat, weil der legt schon oft Videos hoch und dann finde ich auch, das hat er verdient. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn er mal irgendwie, keine Ahnung, 5000 oder so, aber Marcel ist dabei, Marcel macht das und genau, Marcel, ich wünsche dir noch sehr, sehr viel Spaß und viel Ehrgeiz auf deinem Weg auf YouTube und hoffe, dass du dann auch noch mehr Abonnenten für dich gewinnen kannst, aber weißt du, letztens waren noch so eine halben Tausend, also 500 Leute haben dich einfach abonniert und jetzt sind es einfach schon 1000 Leute und genau. Ich würde sagen, wir sind beide gleich sympathisch, weil wir haben beide einen Knacks im Schaden. Wir haben beide zu viel Drehräder oben verloren. Und wir haben auf jeden Fall schon relativ den gleichen Humor, muss ich sagen. Also unseren WhatsApp-Chat, den wollt ihr nicht sehen, Leute. Ich würde sagen, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, Marcel, für die 1000 Abonnenten. Ciao. Ja, das müssen auf jeden Fall andere beurteilen. Ich weiß nicht, wie sympathisch ich bin. Aber ich kann, wie gesagt, nur sagen, dass ich den Marcel sehr sympathisch finde. Und da können sich auf jeden Fall ein paar Leute noch eine Scheibe von abschneiden. Das auf jeden Fall. Dann möchte ich mich auch schon verabschieden. Alles Gute für die 1000 Abonnenten. Shoutout an die anderen YouTube-Kollegen, die auch in diesem Video am Start sind. Besonders Shoutout an Daniel. Und ja, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen Waschpulver in die Waschmaschine packen. Bis dahin, RD4. Also Marcel, Daniel und ich und Daniel und Marcel. Sorry Marcel, wenn ich hier gerade ein bisschen, ich habe das Aufnehmen so verlernt, Alter.